Gas. From the gas? From the gas? What? From the gas? Okay, wir brauchen erstmal einen Wärmeverdampfungscontroller. Was? 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 Wärme? So, dafür brauchen wir aber auch, genau, Dampfungsblock. Deswegen machen wir erstmal die. Dafür brauchen wir wieder schon wieder Stahl. Warte mal, viel macht, vier macht er. Wie viele brauchen wir? 37. So viel Stahl haben wir nie im Leben. Ach, okay, der macht schon wieder nichts hier. Ja, manchmal ist er ein bisschen zickig, wenn meine Quest drin war. 4. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Oh, Eisen. Wir haben kein Eisen mehr, ne? Ja. Können wir da nicht eigentlich Eisen rausgewinnen? Prozent total Schwimmgeschwindigkeit? Okay. Eisen haben wir gar nichts mehr, ne? Ah, da, guck mal, da haben wir noch Steel Ingot. What? Okay. 20, 32, ne? 4, 8, 12 sind 32. Jetzt ist natürlich das Problem. Ich mache nochmal 8. Weil wir müssen ja jetzt auch die Wärmeverdammung, genau, den Wärmeverdammungskontroller müssen wir natürlich auch bauen. Dafür brauchen wir zweimal fortschrittlich. Nein. Aber wir haben ja nochmal hier. So. Dann können wir den nämlich auch bauen. Mystisches graues Blütenblatt. Okay, ciao. So, und dann brauchen wir jetzt noch... Na, bleibst du wohl bei 32? Da brauchen wir zwei von. Nein, da brauchen wir wieder... Oh, nein! Nein! Ach! Verdammte Scheiße. So, Steuerschaltkreis. Warte mal. So. Kann ich was ziehen? Ja. Nein, hallo? Steuerschaltkreis. So, dafür brauchen wir... Wir haben aber kein Eisen mehr, ne? Ja. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Hier haben wir auch kein Eisen mehr drin. Ach, scheiße. Wir brauchen so viel Eisen. Oh, würde mal diese blöde Maschine da funktionieren? Aber nein, wir brauchen jetzt zu viel Strom. Der feine Herr braucht ja zu viel Strom da drüben. Wir haben kein Eisen mehr, ne? Dieses Lama da oben. Okay, warte mal. Warte mal kurz. Okay, ich gehe erstmal rein. Ich habe nämlich Schiss, dass ein Creeper kommt. Muss nicht sein. Was ist denn jetzt los hier? So. Ich hoffe, das ist jetzt kein Creeper. Hilfe. So, wer ist denn hier jetzt die ganze Zeit am Sterben? Du wirst es wahrscheinlich nicht sein, der Bruno. Aber ich glaube, hier hinten... Hä, was ist das denn? Das soll eine normale Biene sein. Ich habe normale Bienen eigentlich anders in Erinnerung. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Huch. 40 Honigwabe. Oh. Wir haben doch noch... Sneak while releasing the bee to reset its hive position. Flieg, kleine Biene, flieg! So. So. Wer kriegt hier die ganze Zeit auf die Schnauze? Du, ne? Aber warum? Ist hier irgendwo eine Libelle?
Warte mal, das hat 3, 6, 7, 8. 3, 6, 9, 10. Hat nur noch. Ja, das wird früher oder später wird sterben, ne? Du bist frei, mein Lieber. Anstatt ihn jetzt zu töten, lasse ich ihn mal lieber frei. Vielleicht ist er so schlau und haut hier ab. Aber, ja. Yeah. Spätestens, wenn ich hier gleich wieder nach unten bin, dann wieder. So. Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Ach ja, wir wollten nochmal. Genau. Wir wollten nochmal so zwei Dinger bauen. Das Ding ist, ich würde diesen Thermal-Overportation. Das Overportation Moped. Was ist das denn? Zugsteuerung. Kann man. Ich frage mich, ob man einen Zug bauen kann. Fernsteuerung. Zugsteuerung. Warte mal, Kreate. Ich muss dem kurz mal nachgehen. Ah, ne, so nicht. Kreate. Mechanischer Arm. Dampfmaschine. Bauplankanone. Was ist das hier? Zugtür. Zugfalltür. Man kann doch bestimmt einen Zug bauen. Zugrahmen. Nein, warte. Ich will für die Vorschau gucken. Kann man wirklich einen Zug bauen? Eine neue Art von Gleis, gemacht für Zugvorrichtungen. Um mehrere Gleise auf einmal zu platzieren, klicke auf ein existierendes Gleis. Dann platziere oder wähle ein zweites Gleis aus. Ach nee. Gleise können auch als Kurven oder Abhänge platziert werden. Wenn verbunden, versuchen Gleise jede Drehung gleich groß zu machen. Ah. Das Halten der Renntaste während dem Verbinden wird die größte passende Biegung erstellen. Ah, kann man eigentlich auch, wenn zwei Gleise und dann ein. Das sieht ja noch geiler aus als den. Materialien in der zweiten Hand werden automatisch unterhalb der Schienen platziert. Was? Das ist ja besser als das normale. Gleise und das Nähter. Weiter. Weiter. Gleise, die gegen ein Netherportal platziert werden, werden versuchen, ein verbundenes Gleis auf der anderen Seite zu erstellen. Man kann fahren! Züge auf dieser Strecke sind nun in der Lage, durch Dimensionen zu reisen. Was? Was kostet das in der Herstellung, sag mal? Ne, an die. Eisenklumpen, Zinknugget. Ach, Zinknugget geht auch. Sequenziertes Bauen. Verarbeitet in einer Presse. Okay, das müssen wir uns auch irgendwann mal. Hier Werkzeugkasten, das wollte ich auch mal schauen. Werkzeugkasten. Ja, ich dafür brauche ich einen Werkzeugkasten, ne? Ein brauner. Goldplatte. Ein Werkzeugkasten. Wo war der Werkzeugkasten? Da, ich brauche nur einen braunen. Brauche normalen. Da, einen braunen. Lege Gegenstand in den Werkzeugkasten zurück. Ich bin ganz außer mir. Kann ich auch so? Nee, ne? Doch, kann ich auch machen.
Aber der stackt nur 64, ne? Was? Der stackt mehr? Stackt ja unendlich? Warte mal, ich will mal kurz. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Nein, du da rein. 192. 256. 256, okay. Aber krass. Wie krass ist das denn? Ich bin einfach hin und weg. Ich bin einfach hin und weg, muss ich sagen. 10.000 haben wir schon. Sag mal, was ist denn jetzt hier? Ja, habe ich. 10.000. Okay. Queste. Genau, den wollten wir jetzt bauen. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Wärmepumpen. Oder Wärme, was auch immer. Aber das mit Werkzeugkasten, das macht mich echt, dieses Kreate. Oh, ich will so viel machen. Werkzeugkasten, jetzt gebe ich auch noch Werkzeugkasten ein. Wärme. Ventil brauchen wir zweimal, ne? Warte, der soll das nicht da reinpacken. Weil das will ich ja noch hier verbauen. Ventil, davon können wir aber können wir zwei bauen. Hä? Die Klicke. Ah ne, wir brauchen. Sag mal, bin ich blöd? Ich dachte, das haben wir. Ich dachte. Oh, hallo Noah. Ich dachte, das haben wir. Eisen haben wir gar nicht mehr, ne? Wir müssen, glaube ich, wieder los. Oh nein. Nein! Was sagt denn die Aufnahme? Stunde 42, okay, haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber wir haben gar kein Eisen mehr. Ich will mal kurz gucken. Truhe, Truhe. Ich will mal kurz mal gucken, ob man eine Truhe bauen kann, wo man das sortieren kann. Ich weiß, wir haben den Storage, aber ich möchte auch ein bisschen auf alte Truhen zurückgehen. So, Truhe. ME-Truhe. ME-Truhe. Flux-ME-Glaskabel. Schatztruhe. Archwood-Truhe. Ender-Truhe. Ja, gut. Netherziegel-Truhe. Die sieht aber auch geil aus. Warte mal. Die sieht cool aus. Ich glaube, ich mache auch nochmal so einen Netherraum, ne? Habe ich Bock drauf. Passwort gesicherte Truhe. Platziere eine Truhe und rechtsklicke sie mit einem Nummernfeld. Nummernfeld. Okay. Ach, guck mal, der zeigt dir so. Ach, okay, das wusste ich auch noch. Ich weiß so vieles nicht. So, warte mal, ich wollte jetzt mal die ME-Truhe, Himmelstein-Block-Truhe, sieht auch geil aus. Was brauchen wir denn dafür? Eisen haben wir nicht, okay, können wir vergessen. Aber warte mal. Nummernfeld? Nummernfeld. Nummernschlosstür. Grobwegeplatte. Gut. Da brauchen wir wieder Eisen für, ne? Ja, und Eisen haben wir nicht. Ach, krass. Nummernschlosstür? Dann kann man das echt mit einem Nummernschloss machen? Das ist natürlich nice. Okay, wir sollten uns für... Das mache ich mal weg. Wir brauchen wieder Eisen. Wir müssen uns für eine neue Tour vorbereiten. Es nützt halt nichts. Es nützt halt gar nichts. Und den Werkzeugkasten finde ich echt geil. Hier, was kann man denn hier eigentlich? Warte mal. Hallo. Ich nehme mal eine Erde. Ich nehme mal eine Erde. Ich nehme mal eine Erde.